Ja, guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vielen herzlichen Dank für diese Einladung, Hermann Gunde, und herzlichen Dank, dass Sie sich auch, also dass Sie auch so zahlreich erschienen sind. Eine kurze Frage: Zunächst, können Sie mich alle gut hören da hinten auch? Ja, schön. Gut. Beginnen wir dann mit einem ganz berühmten Dokument, das uns in diese Thematik der nationalen und politischen Mobilisierung vor 1914 einführen sollte. Das ist, wie Sie sehen, das Manifest des Kaisers Franz Josef I. vom 23. Mai 1915 nach dem Kriegseintritt Italiens. Es war natürlich das zweite solche Manifest, das der Kaiser geschrieben hat, nachdem er Ende Juli 1914 auch ein Manifest an seine Völker gerichtet hat, nach der Kriegserklärung an Serbien. Vor allem ist hier der zweite von Empörung triefender Satz dieses Manifest bekannt. Ich zitiere: Ein Treuebruch, dessengleichen die Geschichte nicht kennt, ist von dem Königreich Italien an seinen beiden Verbündeten begangen worden. Diesem Satz haben wir gleich einen Schlüsselbegriff im zeitgenössischen politischen Diskurs, der für unsere heutige Diskussion besonders relevant ist, den Begriff der Treue. Mit der Idee des Treuebruchs sprach der Kaiser ein Verurteil aus, das also die in der Regierungselite Österreich-Ungarns tief verankert war. Im gesamten Text finden wir weitere Tropen und Feindbilder, die für die gegenseitige Wahrnehmung Deutsche und Österreicher einerseits und Italiener andererseits waren, von Bedeutung waren. Der vermeintliche Treuebruch der Italiener stand im starken Kontrast zum Beispiel zur treuesten Waffenbrüderschaft der Deutschen, während die heimtückischen Italiener anscheinend nur das fortgesetzt hätten, was ihre Vorfahren getan hätten. Als Einstieg in die Thematik der heutigen Vorlesung bildet dieses Manifest aus verschiedenen Gründen einen guten Ausgangspunkt. Zum einen, weil es einen Einblick in den zeitgenössischen politischen Diskurs gibt. Hier zeigen sich eben stereotypische Wahrnehmungen, die auch das Verhältnis zwischen den italienischsprachigen Bevölkerungen der Habsburger Monarchie und dem Staat beeinflussten. Und zum anderen, es ist auch ein guter Einstieg, weil solche Wahrnehmungen lange Zeit das Bild der Italiener in der Geschichtsschreibung nach 1918 geprägt haben. Auch wenn, wie Brigitte Mazzol 1999 festgestellt hat, die Abarbeitung solcher Ressentiments nicht mehr eine Aufgabe des wissenschaftlichen Austausches zwischen Historiker und Österreich und Italien bildet, muss man trotzdem feststellen, dass die Literatur über die italienischen Bevölkerungen der Habsburger Monarchie nicht ganz zufriedenstellend ist. Das gilt vor allem eben für die Frage der politischen Mobilisierung und der nationalen Identitätsbildung in den verschiedenen Provinzen mit italienischem Bevölkerungsanteil vor 1914. Lange Zeit beschäftigten sich beispielsweise Historikerinnen mit der Geschichte der vorwiegend vom liberalen Bürgertum getragenen italienischen Nationalbewegung. Bei der Untersuchung des Identitätsbildungsprozesses unter der bäuerlichen Bevölkerung bzw. unter der Arbeiterschaft gibt es immer noch Forschungsbedarf. Folglich möchte ich in der heutigen Vorlesung einen vergleichenden Überblick über die Geschichte zwei Gebiete der Habsburger Monarchie mit italienischsprachiger Bevölkerungsanteil bieten. Zum einen geht es um das agrarwirtschaftlich geprägte Trentino, das italienische Landesteil, der italienische Landesteil von Tirol. Und andererseits geht es um die Hafenmetropole Triest im sogenannten Küstenland. Ich werde im ersten Teil der Vorlesung
das italienische Tirol, Trentino behandle und dann im zweiten Teil Triest. Zunächst einmal ist es jedoch wichtig, ein bisschen einige strukturelle Merkmale zu notieren, die natürlich die Rahmenbedingungen für unsere heutigen Vorlesungen ausmachen. Bisher habe ich beispielsweise von den Italienern, von den italienischsprachigen Bevölkerung gesprochen, aber man kann auch die Frage stellen, was ist damit gemeint? Gab es überhaupt die Italiener in der Habsburger Monarchie vor 1914 im Sinne einer geschlossenen sozialen Gruppe mit gemeinsamen nationalen Bewusstsein und gleichen nationalpolitischen Zielen? Im Großen und Ganzen könnte man sagen, eigentlich gibt es die Italiener nicht. Der Begriff Italiener ist nur eine Kurzformel und setzt damit keine bestimmte nationale Identität voraus. Um diese zu versinnbildlichen, sollten wir vielleicht ein bisschen auf die Karte schauen und skizzieren wir ganz kurz einige wichtige historische Entwicklungen. Ich weiß nicht, ob das hier in diesem Rahmen eigentlich wirklich so notwendig ist, wenn man in Tirol so einen Vortrag hält, aber nur ganz kurz zur Erinnerung, dass Tirol oder also den Großteil von Tirol schon seit langer Zeit im Besitz der Habsburger war. Die italienischsprachigen Teile kamen etwas später dazu, die sogenannten Welschen Konfinen im frühen 16. Jahrhundert. Offiziell die Gebiete des ehemaligen Erzstifts Trient erst um 1803. Im Zeitraum, den wir anschauen, gibt es so einen Bevölkerungsanteil von ca. 25-58% der Bevölkerung deutschsprachig, 41-43% italienischsprachig und ca. 1% ladinischsprachig. Es gibt auch in beiden Sprachgruppen, was der Nationalismusforscher Miroslav Roch eine vollständige soziale Struktur nennt. Das heißt, beide Sprachgruppen umspannten die gesamte Sozialstruktur vom Adel bis zum Bauerntum, hatte auch ihr eigenes muttersprachliches Bürgertum. Das ist wichtig zu erwähnen, weil in Triest das war nicht unbedingt der Fall, vor allem unter der slowenischen Bevölkerung, unter der slowenischen Minderheit. Schauen wir dann ganz kurz zu Triest, unser zweites Beispiel. Triest kam nach eineinhalb Jahrhunderte Abwehrkämpfe gegen die Republik Venedig an die Habsburger, weil die Stadt 1382 sich freiwillig unter dem Schutz des österreichischen Herzogs Leopold III. Gestellt hatte. Und im sogenannten Hingabeakt vom September jenes Jahres, die Atto di Dedizione, behielt die Stadt in fast vollständigem Umfang ihre Selbstverwaltungsrechte. Und diese Rechte wurden über die Jahrhunderte in verschiedenen Formen behalten, auch wenn der Eingriff des Habsburger Staats über die Jahrhunderte auch etwas zunahm. Vor allem verdankte Triest seinen Aufstieg als Hafen den merkantilistisch geprägten Reformen des Kaisers Karl VI. Mit dem Patent vom 18. März 1719 deklarierte Karl VI. Triest zusammen mit der Stadt Fiume Rijeka im habsburgischen Kroatien als provisorischen Freihafen. Verwaltungstechnisch gehörte Triest im späten 19. Jahrhundert zum sogenannten Küstenland. Neben Triest bestand das Küstenland aus der gefürsteten Grafschaft von Görz und Gradiske einerseits und aus der Markgrafschaft Istrien andererseits. Man findet in diesem ganzen Gebiet eine ähnliche ethnische Zusammenstellung.
Es gibt also eine vorwiegend italienische Konzentration in den Städten, also in den Hauptstädten dieser Gebiete und in den Küstenstädten, Rovigno, Trieste und Pula und solche Städte, und eine slowenische oder kroatische Minderheit in diesen Städten und vor allem eine südslawische Mehrheit in der Umgebung, im Hinterland. Wichtig zu betonen auch ist, dass auch diese Gebiete zu unterschiedlichen Zeiten unter habsburgischem Besitz kamen. Görz und Gradisca zum Beispiel im Jahr 1500, die Markgrafschaft Ischien oder zumindest also der österreichische Teil davon im Jahr 1374, also das sogenannte venezianische Istrien, das Küstengebiet, kam erst 1797 zu Österreich. Das heißt, wenn man diese verschiedenen Gebiete mit italienischen Bevölkerungsanteilen anschaut, reden wir von ganz verschiedenen so historischen Erfahrungen. Die Zugehörigkeit zum Habsburger Staat war auch ziemlich unterschiedlich. Und die ethnischen und sozialen Strukturen dieser Gebiete waren auch ziemlich unterschiedlich. Schauen wir dann ganz kurz zu unserem ersten Fallbeispiel, befassen wir uns mit der Situation im Trentino. Und um die Entwicklung im 19. Jahrhundert zu verstehen und um die Zeit um 1900, müssen wir ganz kurz auf die Entwicklung einer nationalen Bewegung im italienischen Teil von Tirol zurückblicken. Ich nehme an, dass einige von Ihnen einen Teil dieser Entwicklung schon kennen würden. Ich werde das also ein bisschen überfliegen. Wenn ich doch das zu schnell mache, dann haben Sie die Gelegenheit, nachher Fragen zu stellen. Wenn es wirklich zu schnell geht, Sie können mich natürlich sofort unterbrechen. Wichtig festzustellen am Anfang dann ist, dass eine italienische Bewegung, wie das Miriam Levy und Reinhard Staube beschreiben, am Ende des 18. Jahrhunderts auszumachen ist. Das war eine Bewegung, zum Teil von der Aufklärung beeinflusst, zum Teil in Reaktion auf die Zentralisierungsmaßnahmen der Habsburger Herrscher Maria Theresia und Josef II. Im Zuge dieser Entwicklung gab es konzentriert um die Stadt Rovereto eine kulturelle Bewegung, die versucht hatte, sich also von den deutschsprachigen Teil von Tirol abzugrenzen. Das wurde also das berühmteste Beispiel von dieser Abgrenzung ist dieser Spruch von Clementino Vanetti: Italiani noi siamo non tirolesi, wir sind Italiener, nicht Tiroler. Das war eine sehr zugespitzte Formulierung dieser sich formierenden Identität am Ende des 18. Jahrhunderts. Aber es war wegweisend dann für die Entwicklung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, vor allem nach der Auflösung des Erzstifts Trient im Jahre 1803. In den 1820er Jahren des 19. Jahrhunderts können wir die Konstituierung oder Neukonstituierung erneutes Landesbewusstsein im deutschsprachigen Teil Tirols. Und gegen diesen holistischen Entwurf der Tiroler Identität sperrte sich der italienischsprachige Landesteil, beeinflusst von der italienischen Bewegung des 18. Jahrhunderts, also wie sie seit dem 18. Jahrhundert sich entwickelt hat. Die städtischen Eliten im Trentino erlebten den Rückzug auf die Geschichte, und die historische Zugehörigkeit des Trentino zum römischen Kulturraum oder zur venezianischen Republik im Fall von Rovereto und dieser Gegend als eine befreiende Perspektive, die sie von Innsbruck und dessen Gebot der sogenannten Landeseinheit distanzierte. Die Revolution 1848 trieb
diese Disposition zur gesellschaftlichen, subregionalen Differenzierung weiter voran. In Deutsch-Tirol steckte die Revolution in Wien und die parlamentarischen Aktivitäten in Frankfurt bei der Deutschen Nationalversammlung. Die Bindung der Konservativen, der hegemonialen Konservativen an das partikularistische Tirolbild. Zugleich, und das ist wichtig zu merken, weil das ist beeinflusst dann die ganze Entwicklung im 19. Jahrhundert, lehnten die Deutsch-Tiroler Abgeordneten die Gleichstellungs- bzw. Autonomieförderungen der Italienisch-Tiroler, der Trentiner, ab, um eben diese postulierte Landeseinheit zu bewahren. Im Trentino selbst beschleunigte sich 1848 der Abgrenzung und Nationalisierungsprozess. Manche argumentierten für einen Anschluss Trentinos an Lombardo-Venetien, das noch unter, oder theoretisch, es war im Aufstand, aber theoretisch noch unter Habsburger Herrschaft war. Die meisten beharrten aber auf eine weitgehende Autonomie und sie forderten zumindest eine gerechte Mandatsverteilung im Tiroler Landtag. Und zudem erlangte 1848 die Selbstkonzeption als Trentino programmatischen Status, denn diesen Namen trug die neue Zeitung, die der charismatische Politiker Giovanni Aprato 1848 begründete. Hier sehen wir die Mandatsverteilung im Tiroler Landtag 1848. Es gab eine Änderung, aber nach Ende der Revolution sieht man, dass diese sehr ungleiche Mandatsverteilung im Vergleich zum Bevölkerungsanteil bis 1918 weiter bestanden hat. Nach dem Ende des Neoabsolutismus im Jahr 1859, nach dem Verlust des Kriegs gegen Piemont und Frankreich seitens der Österreichs, gab es einen Schub von der Repolitisierung in Tirol bzw. im Trentino. Die ersten Indikatoren in dieser Richtung sind beispielsweise die verschiedenen nationalen Feierlichkeiten, die zu dieser Zeit organisiert wurden. In Innsbruck und Bozen hat man Schillerfeiern, also Jahrhundertfeiern von Schiller gefeiert. In Trient hat man ein Dante-Fest 1863 organisiert. Zur gleichen Zeit oder mehr oder weniger zur gleichen Zeit fand auch ein Fest in Innsbruck zur Feier der 500-jährigen Zugehörigkeit Tirols zu Österreich. Der Verfassungsausbau der 1860er Jahre mit seiner Sicherung von bürgerlichen und nationalen Grundrechten entfaltete im Trentino zuerst eine gewisse Attraktivität. Die katholische, aber man muss aber differenzieren, die katholische Bevölkerung im Süden wurde durch den Laizismus des neuen italienischen Königreichs abgeschreckt und begriff forthin den österreichischen Kaiserstaat als Schirmherr der römischen Kirche. Auf Liberale hingegen wirkten der verfassungsgestützte Zentralismus Wiens, die kurzfristige erfolgreiche Staatsbildung und die Eindämmung kirchlicher Sonderrechte. 1870 wurde das 1855 beschlossene Konkordat mit Rom gekündigt. All das wirkte sich hochattraktiv für die liberale Bewegung. Entschiedene Gegner dieser Entwicklung war jedoch die deutsch-konservative politische Mehrheit im Landtag, die den Abbau von Föderalismus und Sonderrechten durch eine zentrale Verfassung und die Schwächung der Kirche vehement ablehnte. Die Konservativen Deutsch-Tirols reagierten auf die liberale Herausforderung, indem sie versuchten, die breite Bevölkerung hinter einem konservativ-patriotischen Programm zu mobilisieren und die symbolische
Zentren, also Zentrum dieses Programms bildeten einerseits die Figur Andreas Hofers und den Kult um den heiligsten Herzen Jesu. Angesichts dieser Entwicklung und trotz bereits vorhandener sprachlicher und schulischer Sonderrechte bestand Verbitterung im italienischen Landesteil. Und dies aus verschiedenen Gründen. Aufgrund der Vernachlässigung durch die Verwaltung im entfernten Innsbruck, aufgrund des gerade erwähnten Ausmaßes der Unterrepräsentation im Landtag und aufgrund der durch Sprachschwierigkeiten begründeten Nachteile in anderen Bereichen, vor allem auf rechtlichem Gebiet. Autonomie war daher für die Trentiner nicht nur ein liberales Anliegen, es betraf viele Sektoren der Bevölkerung und sie bedeutete auch nicht die Ablehnung des Habsburger Hauses. Ungeachtet einer Anzahl von Vorschlägen für unterschiedliche Formen der Autonomie, wechselnde liberale Strategien der Kooperation oder Nichtteilnahme, Boykottieren des Landtags und der Ablösung einiger Bereiche der Provinzverwaltung in separate Abteilungen, sowie im Fall des Landeskulturamts 1887, wurde ein substanzieller Fortschritt in der Frage der Autonomie stets von der zentralen Regierung blockiert. Die Wiener Regierung befürchtete damit, dass Autonomieförderungen in vielen Provinzen der Habsburger Monarchie gestellt wurden. Diese Entwicklung ermutigte einige in der italienischen Nationalbewegung den Blick mehr nach Italien zu werfen. Aber auch wenn, wie die Trentine-Historikerin Maria Garbari feststellt, die Zahl polemischer, irredentistischer und pseudowissenschaftlicher Werke über die Nationalität der lokalen Bevölkerung zunahm, entsprachen die extremen Bekundungen dieser Art, wie am berühmtesten Beispiel im Fall, also der Fall von Ettore Tolomei's Zeitung Alto Adige. Solche Manifestationen entsprachen niemals die Mehrheit der kulturellen Aktivitäten im Trentino. Und sie drangen auch nicht in bedeutendem Ausmaß in das lokale Vereinsleben ein. Mangels Durchbruchs auf der regionalen Ebene konzentrierten sich die Liberalen im Trentino auf zwei Aspekte ihres nationalen Programms, vorwiegend im städtischen Raum. Zunächst es gab der Versuch, das wirtschaftliche Wachstum zu fördern im Programm der sogenannten Risorgimento Economico. Eine wichtige Figur in dieser Hinsicht war der langjährige Bürgermeister von Trient, Paolo Os Mazzorane. Es ging hier um den Ausbau der städtischen Infrastruktur, um die Beleuchtung, um die Wasserleitung und so weiter. Und zweitens, der andere Teil der Programm war die Verteidigung bzw. die Behauptung der Italianità, der italienischen Natur von Trentino. Und hier spielten verschiedene nationale Vereine eine entscheidende Rolle. Ein Beispiel hier ist die Musikbande von Riva del Garda in einem Foto aus dem Jahr 1897. Aber es gab verschiedene kulturelle, nationalkulturelle Vereine, die Turner, Sänger, Radfahrer, Vereine und so weiter und vor allem der Trentiner Alpenverein und die sogenannte Lega Nazionale, also der Nationale Bund. Die Lega Nazionale spezialisierte sich vor allem in der Förderung von italienischen Schulen. Ein Symbol für diese Entwicklung
war dann auch die Enthüllung des Dante-Denkmals in Trento 1896 enthüllt. Das war auch eine, in gewisser Hinsicht eine Antwort auf die Aufstellung eines Denkmals zu Walter von der Vogelweide vom Bürgertum in der Südtiroler Stadt Bozen. Das heißt, man konzentrierte sich in diesen Jahrzehnten um und nach 1900 um die Ausbreitung, um diese Vereine und um die Verteidigung der italienischen Nationalität. Aber diese nationalliberale Bewegung stoß dann auch relativ bald an seinen Grenzen. Das können wir ganz kurz anhand des Beispiels des Turnervereins der Società Ginnastica anschauen, Elena Tonezza in ihrer Studie zu den nationalen Vereinen gezeigt hat. Hier sehen wir, dass also man sieht hier, das ist natürlich ein Tippfehler in diesem Buch, das sollte heißen 1871, nicht 1971. In diesen ersten eineinhalb Jahrzehnten sieht man einen stetigen Anstieg der Zahlen, aber irgendwann kippt also die Kurve sozusagen. Also man reicht eine bestimmte Grenze an Mobilisierung. Und wichtig ist auch, also das ist ein ziemlich weites, großes Auseinanderweichen zwischen beitretenden Mitgliedern, diese Contribuenti und die aktiven Mitglieder gibt. Also das heißt, die Leute, die wirklich regelmäßig und sehr stark im Verein involviert waren. Und man sieht dann hier auch, dass also wie diese eine Verein Teil eines ziemlich engen Netzwerks an politischen und kulturellen Vereinen war, wo bestimmte Leute in mehreren Vereinen dann ähnliche Rollen gespielt haben. Das heißt, es war eigentlich eine relativ kleine soziale Gruppe, die diese kulturelle Aktivität entwickelt hatte. Die nationale Mobilisierung, die national-liberal geführte Mobilisierung stieß dann an seine Grenzen. Um 1900 bekam daher die bisher dominanten national-liberalen gestärkte Konkurrenz durch neue Massenbewegungen. Und vor allem spielten die Konservativen im Trentino, die in der Unione Politica Popolare ab 1904 der Partito Popolare versammelt waren, eine entscheidende Rolle. Die Katholiken in Trentino folgten nach 1870 ein Programm der Unterstützung der römischen Kurie in seinem Kampf gegen den neuen italienischen Staat. Sie förderten ein Programm der wirtschaftlichen Erneuerung durch landwirtschaftliche Genossenschaften. Das heißt, wo die Liberalen sich auf die Städte konzentriert hatten, haben die Katholiken versucht, eine wirtschaftliche Erneuerung am Land zu fördern. Und das führte dann zu einer Welle von Gründung von landwirtschaftlichen Genossenschaften. Und vor allem, sie setzte stets auf eine praktische Kooperation mit dem österreichischen Staat. Führende Figur in dieser Bewegung war Alcide De Gasperi. Mit dem Durchbruch in den Reichsratswahlen 1907 konnten die Popolari die Mehrheit der Liberalen brechen und versuchten, ihre Machtposition auszunutzen, um mehr Einfluss im Landtag auszuüben, beziehungsweise sie haben dann also die Stelle des Landeshauptmann-Stellvertreters für sich gewonnen. Sie behaupteten jedoch auch immer die Autonomie des Trentino. Und vor allem nach dem Scheitern der Autonomieverhandlungen 1902 und auch in Reaktion auf die Radikalisierung der deutschnationalen Aktivitäten im Trentino um die Jahrhundertwende.
Entscheidend hier war, wie gesagt, also das Scheitern der Autonomieverhandlungen, aber auch den berühmten Kampf um die italienische juridische Fakultät an der Universität Innsbruck. 1905 gab es auch die Gründung des Tiroler Volksbunds, also vordergründig eine Art von Heimatverein, aber in der Tat mit einem deutsch-nationalen Programm. Ein Verein, der versucht hatte, dann die Täler im Trentino, vor allem die ladinische Täler zu germanisieren. Das heißt, die Populari, die katholisch-konservativen Trentinos, waren auch gegen diese Germanisierungsversuche der deutsch-nationalen Vereine. Sie verteidigten in dieser Hinsicht dann auch die Italianità von Trentino, setzten aber viel mehr Gewicht auf die regionale Komponente. Das hat man dann auch gesehen, diese Umbenennung der führenden katholischen Zeitung, vorher La Voce Cattolica, die katholische Stimme, dann nach 1906 eben Il Trentino, auch so ein programmatisches Statement. Das heißt, man sieht hier dann verschiedene Interpretationen der regionalen bzw. nationalen Identität in Trentino. Und auch wenn alle über die Idee der Autonomie übereingestimmt haben, gab es trotzdem ideologische Spaltungen und es gab dann auch verschiedene Strategien. Die Liberalen gingen auf Distanz zum österreichischen Staat und zum offiziellen Tirol. Das sah man bei der Jahrhundertfeier 1909 des Tiroler Aufstands von 1809. Es gab so Kritik, also satirische Zeitschriften über diese Jahrhundertfeier, wogegen die Populari kooperierten bei der Organisation von dieser Jahrhundertfeier. Und die Populari unterstützten dann auch die Aktivitäten der Schützenvereine, auch der Veteranenvereine, die in dieser Phase vor 1914 zunehmend an Bedeutung gewannen. Die Veteranen und die Schützen in Trentino können daher als der am meisten austrophilen Flügel des politischen Katholizismus beschrieben werden. Und dieses Programm, das ist wichtig, also schlussendlich zu betonen, war wirklich das Programm der Mehrheit der Bevölkerung, das immer mehr Unterstützung genoss. Das sieht man dann auch bei den Landtagswahlen 1911, als die Liberalen, die Reichsratswahlen 1911, als die Populari diese Wahlen sozusagen haushoch gewonnen haben. Die Zeit marschiert voran, versuchen wir ein Fazit zum Fallbeispiel Trentino zu machen. Wir können sagen, dass bis 1914 im italienischen Landesteil von Tirol ein Identitätsbildungsprozess stattgefunden hat, wobei die Trentiner sich erfolgreich von der Vorstellung, Teil von Tirol zu sein, losgelöst hatten. Sie hatten diese Idee, dieses Konzept von Trentino erfolgreich durchgesetzt. Und auch wenn keine politische Autonomie für Trentino vor 1914 erreicht werden konnte, können wir trotzdem von einem erfolgreichen Prozess der nationalen Identitätsbildung auf regionaler Ebene sprechen. Und man kann auch gewisse so politische Gewinne auch ausmachen. Kommen wir dann zu unserem anderen Fallbeispiel und vergleichen wir die Situation im Trentino mit jener in der Hafenstadt Triest. Und hier haben wir natürlich, wie anfangs erwähnt, mit einem ganz anderen Kontext zu tun. Man kann Triest in gewisser Hinsicht als Gegenpart zu
Trentino beschreiben. Hier handelt es sich um eine multikulturelle Großstadt, wo verschiedene ethnische und konfessionelle Gemeinschaften nahe aneinander lebten. Eine grobe Übersicht 1910 ergibt, wie Sie sehen, eine sehr gemischte Bevölkerung aus einer Gesamtbevölkerung von ungefähr 230.000. Diese nackten statistischen Zahlen werden jedoch nicht dem realen Charakter der Stadt gerecht. Seit dem Beginn Triests als Hafenstadt in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts erfolgte stets ein Zustrom an Migranten. Und so entwickelte sich durch die Migration von griechisch-orthodoxen, Juden, Schweden, Engländer und so weiter, wirklich eine multikonfessionelle, multiethnische Händlerklasse, die jedoch im Italienischen eine Universalsprache, eine Lingua Franca fand. Für die meiste Zeit des 19. Jahrhunderts stand diese städtische Elite für eine städtisch autonome und österreichische Perspektive. Hier sehen wir die florierende Hafenstadt. Diese autonome österreichische Perspektive wurde beispielsweise von der Società dei Triestini während der Revolution 48-49 vertreten. Die wirtschaftliche und finanzielle Elite Triests sah die Verbindung mit Österreich als lebensnotwendig für die Existenz und für den Wohlstand der Stadt. Die Folgen von 1848 bestätigten aus Sicht der Elite zumindest diese Haltung, die sich eben für Triest als sehr vorteilhaft erwies. Ein Statut von April 1850 erhob Triest zur reichsunmittelbaren Stadt, womit es unmittelbar der kaiserlichen Regierung unterstand und ihre eigenen Angelegenheiten kontrollierte. Die Stadt besaß somit das Recht, direkte Steuern einzuheben und die administrative Verantwortung für Einberufungen für das Militär, die Verantwortung für die lokale Polizei, städtische Planung, Infrastruktur, Gesundheit, Fürsorge und so weiter. Kurz, Triest hatte jene Autonomie, die eben Trentino nicht hatte. Spaltungen innerhalb der wirtschaftlichen Elite wurden nichtsdestotrotz im Laufe der 1860er Jahre sichtbar. Geopolitische Entwicklungen spielten hier eine Rolle und auch sozioökonomische Veränderungen. Die Entstehung des Königreichs Italiens in den Jahren 1859 bis 1861 war hier natürlich prägend. Das hatte dann auch wirtschaftliche Auswirkungen, weil es gab dann neue Tarifzonen zwischen dem normaligen, also dem vorherigen Austauschgebiet Lombardei, Venetien. Circa ein Drittel der Exporte von Triest waren beispielsweise für den italienischen Markt bestimmt. Also nach der Schließung der Grenze oder nach der Einrichtung einer Tarifgrenze 1866 mit dem Verlust Venetiens hatte das gravierende Folgen. Und so entstand in den 1860er Jahren Risse, die 1848 nicht offensichtlich waren. Die Geburt der nationalliberalen Partei in diesen Jahren stützte sich stark auf die Italianità in der Lokalpolitik, ähnlich wie im Fall von Trentino. Und sie versuchte, die italienische Mittelschicht in ähnlicher Weise zu mobilisieren für ein nationales Programm, das das italienische Triest gegen die slawische, die vermeintliche slawische Gefahr, die die slowenische Minderheit repräsentierte, verteidigen sollte. Das italienische nationale Programm fand immer mehr Befürworter unter dem Bürgertum aufgrund eben der Veränderungen in der ethnischen Zusammensetzung der Stadt seit Mitte des Jahrhunderts.
Die erste Welle also der Migration nach Triest, vor allem im 18. Jahrhundert, hat eben zur Gründung einer kosmopolitischen Wirtschaftselite geführt. Aber als es dann um die Entwicklung der Arbeiterbevölkerung, der Arbeiterschaft in Triest ging, gab es so eine Migration eher auf kürzeren Distanzen. Und das bedeutete vor allem immer mehr aus dem südslawischen Hinterland kamen nach Triest. Das war dann auch eine Folge der Bauernemanzipation 1848. In Triest wurde beispielsweise die erste slawische Lesegesellschaft 1861 eröffnet. 1864 wurde dann die erste slowenische politische Organisation in der Stadt gegründet, der Verein Edinost. Um ihre Vorherrschaft zu sichern, richtete der nationalliberale Gemeinderat Wohlfahrtseinrichtungen und Gesellschaften ein, wie wechselseitige Versicherungsgesellschaften und öffentlichen Büchereien, die sich in erster Linie an Handwerker und kleine Händler richteten. 1863 gründete der Gemeinderat ein italienischsprachiges Gymnasium und vollzog damit eine bereits lange bestehende Forderung. Die Regierung hatte das lange Zeit verweigert, zum Beispiel, obwohl es bereits seit 1842 ein deutsches Gymnasium in Triest gab. Zugleich verweigerten die Nationalliberalen den Slowenen die Gründung ihrer eigenen Schulen, um nicht das gewichtigste Mittel zu ihrer Assimilation in die italienische Kultur zu verlieren. Erst 1904 konnte nach einer Entscheidung des Reichsgerichts die Gründung einer Volksschule, einer privaten Volksschule, geschehen. Das heißt, in den Jahrzehnten um und nach 1900 ging es um die, ähnlich wie in Trentino, um die Verteidigung der italienischen Kultur. Nur den ethnischen Gegenüber war natürlich einen anderen. In Triest sehen wir in den 1880er und 1890er Jahre, ähnlich wie in anderen Provinzen der Habsburger Monarchie, auch eine Phase des Umbruchs und Umorientierung in der nationalen Politik. Der Ton wird etwas schärfer und die Interpretationen der nationalen Identität etwas radikaler. Außenpolitisch spielt hier zwei Sachen eine Rolle. Einerseits das Rapprochement zwischen Deutschland und Österreich-Ungarn im Zweibund 1879, Italien kommt 1882 dazu. Und andererseits dann die Besetzung von Bosnien-Herzegowina im Jahr 1878. Damit steigen dann die Spannungen eben im Adria-Raum. Dadurch kommt auch Kritik an die Regierung von Seiten der Nationalliberalen in Triest. Und als beispielsweise die Gemeinde nach Meinung des Kaisers nicht, nicht den gebührenden Empfang für Truppen, die aus Bosnien zurückkehrten, vorbereitet hatten, wurde der Gemeinderat aufgelöst. Die Radikalisierung des Rands der Nationalbewegung zu dieser Zeit und vor allem der jungen Generation sehen wir zur Zeit der 500-Jahr-Feier, dieser Akt der Hingabe der Dedizione im Jahr 1882. Beim Besuch des kaiserlichen Paars in Triest gab es einen Attentatsversuch, auch ein Zeichen der Radikalisierung. Die offiziellen Reden zu diesen Feierlichkeiten sprachen immer von Triest als die treueste Stadt, also die Fidelissima, aber in der Tat gab es so hinter der Kulisse ganz schwere Probleme.
Die Protagonisten hier waren in einer Gruppe irredentistischer Studenten zu finden, darunter auch Guglielmo Oberdan, der allerdings als Wilhelm Oberdank, Sohn eines deutschen Vaters und einer slowenischen Mutter, geboren wurde. Er wurde durch sein Studium in Wien und in Italien radikalisiert, durch den Einfluss mazzinischer und garibaldinischer Kreisen und auch durch die Besetzung von Bosnien-Herzegowina. Er ging dann auf die Flucht, um den Militärdienst in der österreichischen Armee zu vermeiden. Und er sah dann diese Gelegenheit 1882 als eine Möglichkeit, sich sozusagen dafür persönlich zu rächen. Er wurde also etwas zufälligerweise entdeckt vorher durch eine so anonyme Denunziation an den Gendarmen. Er wurde dann zum Tode verurteilt als Deserteur und in der Hauptkaserne in Triest dann hingerichtet, aufgehängt. Er wurde dann für die sehr kleine irredentistische Fraktion in Triest eben dann zu einem Held, zu einem nationalen Märtyrer erkoren. In der Tat waren die Nationalliberalen, die moderaten Nationalliberalen von dieser Entwicklung auch etwas schockiert. Und es muss auch festgestellt werden, dass die Mehrheit keine permanente Konfrontation mit dem österreichischen Staat suchten. Ihr Programm der Verteidigung der Italianità richtete sich in erster Linie gegen die slowenische Minderheit. Es war nicht gegen den österreichischen Staat in erster Linie gerichtet. Und als stärkste Partei nutzten die Nationalliberalen ihre Position aus, um gegen den multinationalen Charakter der Stadt vorzugehen. Das wurde dann in den 1890er Jahren aus Sicht der Nationalliberalen immer dringender, weil mit der Auflösung des Freihafens nach den wirtschaftlichen Schwierigkeiten der 1870er Jahre kam es dann zu einer neuen Entwicklung der Stadt. Also Triest wurde durch diese Eröffnung der Stadt zu einem Industriezentrum und nicht mehr nur ein Handelszentrum. Es gab dann so eine große Werft beispielsweise der österreichischen Marine. Das führte dann also zu einer neuen Welle der Migration, und dagegen versuchte dann die Nationalliberalen entgegenzuwirken. Das bedeutete zum Beispiel die Neueinteilung der Wahlkreise, um ihre Mehrheit im Gemeinderat zu verteidigen. Es bedeutet auch gezielte Stadtplanung und Wohnbau. Beispielsweise hat man 3,2 Millionen Kronen für die Durchbohrung zwei Tunnels hingeblättert und für die Errichtung einer Straßenbahnlinie, um den Vorort San Giacomo an die Stadt zu binden. Dort wurden zwei große Volksschulen errichtet, ein humanistisches Gymnasium und eine technische Schule auch. Die Lega Nazionale, die auch in Trentino aktiv war, spielte hier auch eine Rolle zur Unterstützung. Man sieht hier auf dieser Propagandapostkarte genau, wie die Situation im Adria-Raum wahrgenommen wurde von Seiten der italienischen Nationalisten in Triest und in den anderen Küstenstädten. Hier besteht also die Bedrohung des italienischen Adiers durch einen weißen Bär, das also das Slawentum versinnbildlichen soll. Die Slowenen wehrten sich gegen dieses Programm zum einen über das allgemeine Vereinswesen
Sie versammelten sich in Musik- und Turnvereinen und eine ganz spezifische Rolle spielte auch ein Leseverein, der Kirill und Method Verein. Das war ein Verein zur Unterstützung slawischer Sprachen, private Kindergärten und Schulen und so weiter. Und nur über diesen Weg war es möglich für Slowenen, in ihrer Muttersprache Unterricht zu bekommen. Über diesen Weg, also des nationalen Programms, versuchten eben die bürgerlichen Nationalliberalen ihre Hegemonie aufrecht zu erhalten. Aber das wurde in der Zeit nach 1900 immer wieder und immer stärker in Frage gestellt. Und hier spielte auch das Aufkommen einer neuen Massenbewegung die entscheidende Rolle in dieser Entwicklung. Nur im Unterschied zum Trentino war es eine sozialdemokratische Bewegung und nicht eine katholisch-konservative Bewegung. In Triest, im roten Triest, Trieste Rosse, wie es auch geheißen hat, gab es eine der stärksten sozialdemokratischen Bewegungen in der österreichisch-ungarischen Monarchie. Gegründet, wie Sie sehen, 1869 durch verschiedene Stationen geht es, bis eine Stabilisierung kommt mit der Gründung dann der Lega Socialdemokratica im Jahr 1894. Wenn wir die Arbeiterbewegung in Triest mit der Arbeiterbewegung in Trentino um Cesare Battisti vergleichen, sehen wir, dass es tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Sozialdemokratie bezüglich der nationalen Frage gab. In Trentino gab es in der sozialdemokratischen Bewegung so Mischformen sozialistisch und nationalistische Denkens mit mazzinianischem Einfluss. Dagegen die Triester Sozialisten machten große Anstrengungen, jedes Element nationaler Spezifität zu eliminieren. Die Triestine Sozialdemokratie war das beste Beispiel des Internationalismus in der österreichischen sozialdemokratischen Bewegung vor 1914. Das beste Beispiel dafür war der berühmte Intellektuelle Angelo Vivante, der eben in einer Studie 1912 die Heuchlerei, wie er das sah, der Nationalliberalen kritisierte. Er meinte, sie wollten immer noch bei Österreich bleiben aus wirtschaftlichen Gründen, aber würden eine Art von kulturellem Irredentismus betreiben, die Richtung Italien schaute. Vivante und andere Intellektuellen wie Giuseppina Martinuzzi plädierten wiederholt für den multinationalen Charakter der Stadt und für die Gleichstellung der Nationalitäten. Und das war nicht nur Rhetorik, es war auch Praxis des der sozialdemokratischen Bewegung, dass Mehrsprachigkeit gelebt wurde. Die Schriften und Stempel der Bewegung waren alle zweisprachig. Zum Beispiel offizielle Sitzungen und Kundgebungen waren immer mit italienischer und slowenischer Reden. Die Bewegung konnte sich allerdings den Nationalisierungsprozess nicht ganz entziehen. Wie Sie gesehen haben, gab es eine Abspaltung der südslawischen sozialdemokratischen Partei. Aber diese Abspaltung trat immer bei Wahlen unter der Schirmherrschaft der Mutterpartei an, sozusagen. Das heißt, die Radikalisierung des öffentlichen Diskurses und der politischen Mobilisierung wurde in Triest durch das Aufkommen der Arbeiterbewegung sehr stark geprägt.
Besonders wichtig in dieser Hinsicht, um das ganz kurz zu erwähnen, war auch ein großer Streik 1902. Hier gab es einen Streik unter den Heizer der Gesellschaft des österreichischen Lloyd. Sie verlangten den 8-Stunden-Arbeitstag. Die Lloyd, also die Firma Lloyd, heuerte Ersatzarbeiter an und die österreichische Marine stellten einige Heizer auch zur Verfügung. Das heißt, der Staat mischte sich auch in diesem Arbeitskonflikt ein. Der ranghöchste Militärkommandant in der Stadt, ein gewisser Generalmajor Franz Konrad von Hötzendorf, natürlich später der Chef des Generalstabs, war der Meinung, dass die Herrschaft des Pöbels nicht tolerierbar war. Er verwendete Soldaten eigentlich ungern für Polizeiaufgaben, aber er sah keine Alternative. Und am 14. Februar 1902 schickte er die Truppen aus. Es hieß damals noch kein Valentinstag-Massaker, aber es war tatsächlich ein Massaker. An diesem Tag wurden 8 Arbeiter und Arbeiterinnen erschossen, 25 Verletzte und am nächsten Tag weitere 6. Es gab weitere 6 Todesopfer. Erst nach dieser gewalttätigen Auseinandersetzung gab die Firma Lloyd nach und stellten die Arbeiter wieder ein. Das führte natürlich zur Kritik Proteste an das Militär und an den Staat von Seiten der Sozialdemokraten, aber auch von nationalliberalen Seite. Ich darf vielleicht kurz ein Zitat hier erwähnen. Der irredentistisch gesinnte Journalist Attilio Tamaro sagte beispielsweise Dezember 1912 als Kritik an diese Entwicklung der Jahren vor 1914, Zitat, trotz Jahrhunderte der Herrschaft hat Österreich keine einzige Spur der Zivilisation hinterlassen. Die österreichische Zivilisation in Triest bildet die Uniformen der Kroaten und den Fest der bosnischen Soldaten. Das heißt, er verband in typischer Weise für die Nationalliberalen die Furcht vor den Slawen, vor den Slowenen und Kroaten mit einer Kritik an den österreichischen Staat. Ein Grund dafür war auch, dass der österreichische Staat immer mehr in diese nationale Fragen sich eingemischt hat. Also das sah man bei diesem Streik 1902. Und es war noch offensichtlicher nach der Ernennung des Fürsten Konrad zu Hohenlohe Schillingsfürst als Statthalter für das Küstenland im Jahr 1904. Hohenlohe Schillingsfürst war ein enger Vertrauter des Thronfolgers Franz Ferdinand. Und er teilte also teilweise die katholischen anti-ungarischen Sympathien des Thronfolgers, der auch die südslawische Bevölkerung im Adria-Raum unterstützen wollte. Hohenlohe folgte deshalb ein zweiteiliges pro-österreichisches Programm, wenn Sie wollen. Er versuchte einerseits die Rechte und den Einfluss der Stadtgemeinde einzuschränken. Das war ein kalkulierter Angriff auf die Nationalliberalen. Von diese Kompetenzen, die sie 1850 bestätigt bekommen hatten, wurden einige also entzogen, beispielsweise das Recht, direkte Steuer einzuheben oder die Bewilligung von Bauaufträgen. Und zugleich versuchte dann österreichisch-patriotische Vereine zu unterstützen, die eben gegen die Tätigkeit der nationalen Vereine wirken sollten. Beispielsweise der österreichische Flottenverein, der 1904 gegründet wurde. Hohenlohes Politik der Unterstützung der slawischen Bevölkerung in Triest und im ganzen Küstenland war im Endeffekt sehr zwiespaltig.
Einerseits war, man kann also seine Politik als eine Art von positiver Diskriminierung auslegen. Die lang benachteiligte slowenische Bevölkerung sollte eine Gleichstellung erhalten. Andererseits, wie schon erwähnt, die Politik Hohenlohes war ein ganz klarer Eingriff in die verfassungsmäßig verankerte Gemeindeautonomie. Das heißt, in diesem Sinn war es so antifortschrittlich. Dieses Programm brachte dann eine Reaktion auf nationalliberale und sozialdemokratische Seite. Also die Wahlkampagnen wurden immer gewaltiger. Es gab dann auch Massendemonstrationen für das allgemeine Männerwahlrecht, das dann 1905, 1906 und 1907 kamen dann die ersten Reichsratswahlen mit allgemeinem Männerwahlrecht. Auf dieser Ebene, das bestätigte die Stärke der Arbeiterbewegung. Also die Nationalliberalen haben hier stark verloren. Also Triest wurde also die roteste Stadt Österreich-Ungarns zu dieser Zeit. Das war dann auch ein Zeichen, dass in diesen Jahren eine sehr starke Änderung in den politischen Verhältnissen entwickelte. Ich kann das, also die Zeit geht voran, ich möchte kurz das abschließend anhand von ein paar weiteren Tabellen zeigen. Man sieht hier, dass dann, also dieser Druck führte dann zu einer Gemeinde, zu einer Reform der Gemeinderatswahl 1908, die Einführung einer allgemeinen Kurie, um die Forderungen der Sozialdemokraten und der slowenischen Minderheit nachzukommen. Das heißt, auch hier wurde die Nationalliberalen etwas eingeschränkt. Was für ein Fazit können wir dann ziehen? In beiden Gebieten, die wir angeschaut haben, befand sich vor 1914 die vorher dominierende nationalliberale Bewegung der Italiener, Trentiner und Triestiner durch das Aufkommen neuer Massenparteien unter Druck. Der politische Katholizismus einerseits und die Sozialdemokratie andererseits stellten bisher formulierten Vorstellungen der nationalen Identität in Frage. Zugleich bemühte sich der österreichisch-ungarische Staat, dynastisch-patriotische Aktivitäten in beiden Gebieten zu fördern. In der Tat orientierten sich die italienischen Massenparteien im Trentino und in Triest um den österreichischen Staat und versuchten auf unterschiedlichen Wegen soziale Forderungen mit dem Ziel einer nationalen Gleichberechtigung bzw. nationale Autonomie im Einklang zu bringen. Wie es die italienische Historikerin Marina Cataruzza im Hinblick auf Triest beschrieben hat, zitiere, es zeichnete sich vor dem Ersten Weltkrieg ein Prozess ab, der zu einer Neuverteilung der Macht zwischen der italienischen und der slowenischen Gruppe in Triest hätte führen müssen. Wäre kein Krieg gekommen. Dasselbe kann man eigentlich für das Trentino sagen, aber bekanntlich, wie Sie wissen, es ist dann doch zum Krieg gekommen. Dankeschön.